Und um das Ganze mal von der Seite zu zeigen, so schaut das Ganze aus. Hier ist unser Schaum, der atmen kann. Hier ist unser TPE. Unter die Hose natürlich nichts drunter. Am allerschlimmsten sind irgendwelche Baumwollschlüpper oder sowas. Hallo und herzlich willkommen zu unserem neuen Video. Wir sind jetzt wieder hier bei SQLab, nachdem wir einige Ausfahrten mit unseren neuen Sätteln und Griffen gemacht haben. Und wir haben auch einige Fragen dazu bekommen. Deswegen sind wir jetzt wieder hier und es geht weiter. Mit was denn? Ah ja, die Transalp macht, eure Knochen jetzt schon einigermaßen darauf vorbereitet habt, die Transalp per se ja doch ein bisschen härter wird, habe ich jetzt noch eine wunderbare Hose für euch. Und das trifft sich perfekt, weil nämlich einige von euch ja gefragt haben, was wir denn für eine Hose drunter haben und was sich da so empfiehlt. Und von dem her, jetzt darf der Fachmann uns wieder zeigen, was gut wäre. Und uns viele Tipps mitgeben für euch. Das mache ich doch sehr gerne. So, also hier sind dann praktisch unsere wunderbaren Hosen. Wir haben für jedes Einsatzgebiet eine. MTB Tour Travel. MTB Tour Travel Damen. 111, das ist für Mountainbike Tech and Trail. 112, das ist für Rennrad. Und dann haben wir noch die 112R, das ist unsere leichteste, filigranste Hose. Und die ist praktisch für den Performance-Bereich gedacht. Und was die Hose jetzt so besonders macht, würde ich euch jetzt gerne mal anhand von unseren Polstern zeigen, die wir hier liegen haben. Die sind eine komplette Eigenentwicklung von uns. Und zwar ist es folgendermaßen. Normalerweise, wenn du ein Polster hast, sieht das Ganze so aus. Das heißt, ich habe hier wirklich einen richtig schönen, dicken, fetten Schaum, den ich relativ leicht mit zwei Fingern komprimieren kann. Und wenn du jetzt mal drüber nachdenkst, was ihr wiegt und euch dann vorstellt, was passiert, passiert nämlich Folgendes. Ihr setzt euch auf dieses Polster drauf. Euer Knochen sinkt in dieses Polster ein. Und der Überschuss von diesem Material, der schlupft ja praktisch in jede Ritze rein und drückt ihr dann praktisch auch alles wieder ab, was nicht abgedrückt werden soll. Dann ist das allergrößte Problem, dass diese Hosen einfach Windeln sind. Das heißt, wenn du 2-3 Stunden Rad fährst, saugt sich diese Hose einmal komplett voll mit Wasser. Du kriegst einen komplett feuchten Hintern, die Haut wird weich und du fährst dich dann automatisch einfach wund. Und das Allerschlimmste ist, wenn du dann mit dem Bierbank gehst, im Biergarten gehst und dich auf die Bierbank setzt, hinterlässt du immer einen wunderschönen Abdruck. Das wollen wir nicht. Da ist die Bierbank wieder. So, und das Ganze haben wir jetzt nochmal verbessert. Also das hier ist jetzt praktisch unser 110-Polster. Das findet ihr in diesen beiden Hosen. Die sind für MTB Tour Travel, sind eher fürs komfortablere Fahren gedacht. Heißt, wir haben ja auch keine Bib, also keine Träger dran, damit das einfach für den Alltag besser ist. Das Polster ist folgendermaßen aufgebaut. Wir haben praktisch vorne ganz, ganz dünnes Material. Das heißt, wir haben hier wirklich nur noch 2 mm, weil wie wir bei unserem Sattel schon gesehen haben, wir haben praktisch ein kleines Plateau vorne. Und wenn wir da jetzt wieder ein dickes Polster vorne reinstopfen, wie hier, dann mache ich mir praktisch dieses komplette Plateau von dem Sattel wieder zunichte und ich habe eigentlich wieder wie einen stinknormalen weichen Sattel das Gefühl. Hier ist es so, vorne im Schritt extrem dünn, 2 mm und bei der haben wir hinten im Sitzknochenbereich 8 mm. Wir haben insgesamt 4 verschiedene Polster, da werde ich aber gleich nochmal nachher genauer zu eingehen und was dieses Polster so besonders macht. Es ist so, normales Polster besteht ja aus ganz, ganz vielen Luftblasen. Das hier auch, nur wir haben diese Luftblasen retikuliert. Das heißt, wir haben die Luftblasen miteinander verbunden und dadurch haben wir eine Wabe geschaffen. Und eine Wabe kann einfach atmen und Scherkräfte aufnehmen. Um das Ganze mal zu demonstrieren, bitte ich dich jetzt mal, deinen Finger so anzuwinkeln, hier aufzusetzen, zu drücken und zu rotieren. Mach das mal fest, also drehen, so, so rotieren. So, oder? Ja. Tut weh, ne? Aua, ja, das tut weh. Und jetzt mach das Ganze mal bitte hier drauf. Tut gar nicht weg, ne? Kann ich ewig machen. Genau so ist es. Ja. Liegt an Folgendem. Wir haben zumal einmal diesen Schaum, der Scherkräfte aufnimmt. Und dann haben wir zwischen den Schaum, weil wir haben hier 2 verschiedene Teile drin, hier drin haben wir dann noch dieses orthopädische TPE. Das hier wird normalerweise für Prothesen hergenommen, damit die Scherkräfte aufgenommen werden. Und das Schöne ist, man sieht schon, dieses Gel ist super elastisch. Und du kannst halt wirklich, siehst du das? In diesem Gel deinen Finger komplett verdrehen. Also in dem Sinne mein Knochen. Genau, in dem Sinne dein Sitzknochen. Ja, okay. Also man kann hier mit diesem Finger einfach den Sitzknochen simulieren. Ja. Und wenn du auf dem Sattel eben fährst, sind das eben die Scherkräfte, die praktisch dieses Material wieder komplett aufnehmen. Perfekt. Und das haben wir eben praktisch komplett in diesen Hosen verbaut. Ich zeige euch mal die Hose, wie die ausschaut. Das ist die 110, das ist das luftigste Modell, was wir haben. Die ist nicht nur sexy, sondern eben auch sehr funktionell. Das heißt, ich habe hier wirklich eine Netzunterhose, die luftiger als jede Unterhose oder jede Boxershort ist. Wir haben hier eben dieses 110-Polster verbaut
Und das ist praktisch die klassische 110 for man. Heißt dann Schweizer Käse. Genau. Ja, okay. oder Rollbraten. Ja. Und diese Hose haben wir festgestellt, wir wollten ja eigentlich immer alles Unisex machen, weil wir relativ gleich sind vom Knochenbau. Allerdings hatten wir bei der Hose immer das Problem, dass das Bein meistens zu lang war für eine Frau und dass halt dieser Gummi hier vorne recht oft umgeklappt ist. Ah. Das heißt, wir haben jetzt... Aber eher bei einem Mann, weil die Wampe umklappt den Gummi, oder wie meinst du das? Bei Frau und Mann. Also ist bei allen so, dass dieser Gummi eigentlich relativ schnell umklappt. Bei Frauen klappt es noch ein bisschen schneller um, haben wir festgestellt. Und dementsprechend haben wir jetzt die 110 Ladies noch rausgebracht. Und bei der ist es so, wir haben ja einfach ein deutlich kürzeres Bein. Wie wir das sehen? Mhm. Bein ist deutlich kürzer, damit das eben nicht im Dauern in den Kniekehlen hängt, weil das ist super unangenehm beim Fahren. Und wir haben praktisch vorne am Bund, haben wir praktisch das Ganze hier so V-förmig gemacht. Und der Bund ist per se ein bisschen länger geworden. Genau, das sind praktisch die 110-Hosen. Wollen wir Rennradhosen oder gleich zu euren Hosen kommen? Erstmal Rennradhosen, ja, oder? So. Hier geht's dann weiter. Müssen wir jetzt dann bald Rennrad fahren, Petra? Ja, wahrscheinlich. Hier geht's dann weiter. Das ist praktisch unsere Rennradhose. Ist vom Polster identisch, außer dass wir dieses orthopädische TPE nicht drin haben. Mhm. Hier sind wir allerdings dünner. Das heißt, bei der Hose haben wir tatsächlich nur noch 5 mm Polsterung hinten, da ich einfach wesentlich sportlicher drauf sitze und daher auch nicht so viel Material brauche, wie beim Sattel eben auch. Je aufrechter ich sitze, desto mehr Material brauche ich, je sportlicher ich drauf sitze, desto weniger Material brauche ich. Das war auch in der Tabelle zu sehen, wie wir uns den Sattel ausgesucht haben, je nachdem. Ah, genau, ja, genau. Perfekt. Das kannst du hier praktisch genauso sehen. Hat eben wunderbare Träger. Diese Träger sind super soft, haben keine Nähte seitlich drin, damit du dir auch nirgendwo irgendwas rundwubbelst. Wenn du das Ganze anhast, geht der Träger auch schön an der Brust seitlich vorbei, dass du keine wunden Nippel kriegst. Und ansonsten ist das Teil halt eben super atmungsaktiv. Wir haben einen Stoff, der nicht durchsichtig wird, selbst wenn man ihn stretcht. Wir haben hier unten gummierte Bündchen, die aber trotzdem noch atmungsaktiv sind, damit wir praktisch da unten nicht zu viel schwitzen. Genau, 112 praktisch fürs Rennrad, für den normalen Rennradfahrer. Und dann haben wir natürlich noch unsere R-Produkte. Also jedes Produkt, das ihr bei uns findet, das praktisch hinten dieses R hat, ist praktisch unser Performance-Produkt. Das ist praktisch das beste, teuerste, leichteste und kleinste. Und ich meine, wenn du dir das mal anschaust, das hier ist eine ganze Polsterhose. Komplett. Also da kannst du dir praktisch dein Outfit einmal in den Helm stecken. Und hier haben wir das Ganze. Hier sind wir vom Polster nochmal eine Nummer dünner. Das heißt, hier haben wir nur noch 4 mm. Das Ganze schaut dann eben so aus. Hier sind wir einfach nochmal viel filigraner geworden. Wir haben praktisch diese ganzen Kanten hier seitlich weggelassen. So. Dass das Ganze einfach nochmal leichter ist. Das Schöne ist, wir haben hier keine genähten Nähte, sondern wow, die sind verschweißt, diese Nähte. Mhm. Und wie wir auch sehen, obwohl das Material so dünn ist, man sieht halt wirklich nichts. Nichts durch. Genau, hier unten ist das Ganze dann nochmal mit Lasercut. Mit unserem Logo geschnitten. Also hier steht dann SQLab, wenn du es anhast. Ja. Genau, und ist halt eben, wenn du es mal in die Hand nimmst, ein Hauch von nichts. Ne? Oh ja, das ist wirklich ja. Wahnsinn. Genau. Aber wie gesagt, das ist für den Rennradbereich. Wenn ihr da mal Rennrad fahrt, sagt Bescheid. Weil jetzt kommen wir mal zu der Hose, die für euch interessant ist. Und zwar ist es unsere 111. Das heißt, die 111 ist vom Schnitt her wie die 112 ein bisschen längere Träger, weil der doch ein bisschen aufrechter sitzt. Und bei der haben wir eben noch ein paar Spezialfeatures eingebaut. Das heißt, wir haben hier hinten, links, rechts, an der Wirbelsäule vorbei, nochmal zwei Taschen, wo man sich eine Banane oder einen Riegel, also ich würde jetzt nicht empfehlen, eine Pumpe da reinzustecken, weil wenn ihr drauf fällt, ist auch blöd. Ne? Das heißt, irgendwas Weiches kann man hier hinten verstauen. Dann haben wir praktisch das Polster. Ist dann dieses hier. Das heißt, hier haben wir 6 mm Polsterung. Sprich, wir haben 2 mm hier, 4 mm von dem Schaum hier, und nochmal 2 mm von dem orthopädischen TPE drin. Mhm. Das heißt, hier hast du einfach eine sehr, sehr komfortable Hose. Und das Allercoolste ist, man fährt ja doch ein bisschen wilder. Und ich habe hier seitlich einen Schoner am Hüftgelenk nochmal einen Sastec-Protektor, den ich ablegen kann. Um das Ganze nochmal deutlicher zu zeigen, der ist praktisch hier seitlich drin. Aber das werdet ihr gleich sehen, weil die müsst ihr jetzt auch gleich anziehen, die Hose. Und die ist mit Träger und
die Mountainbike-Fahrer fahren ja eigentlich mit einer Hose drüber, oder noch? Korrekt, also, korrekt. Also du kannst diese Hose sowohl als auch. Das heißt, du musst nichts drüber ziehen, ja. Aber ich ziehe natürlich als Mountainbike-Fahrer auch immer noch meine Hose drüber. Das funktioniert aber mit allen Hosen. Mit allen Hosen, das heißt, perfekt. Du kannst, wenn du mal auf Race unterwegs bist, das Ding so anziehen. Aha. Und wenn nicht, dann ziehst du halt einfach nochmal eine Hose drüber. Und der Protektor ist, weil man ja, wenn man mal im Trail auf die Seite fällt, dass man richtig, da geschützt ist. Also der Protektor, der ist praktisch genau hier im Hüftgelenk. Mhm. Das heißt, hier ist einfach eine sehr, sehr gefährliche Stelle. Und wenn es sich da draufhaut, auf der Straße oder sowas, ist das wirklich eine wunderbare Sache, wenn der ein kleiner Sastec-Protektor ist. Ich hatte meinen Rennradfahrer, der hat sich die geholt, weil er den Protektor wollte. Er ist dann auch gleich eine Woche später, ich glaube, einen Meter über die Straße geschlittert und einfach wirklich komplett über an der Seite, genau, weil das ist so die... Genau, ja, ja. Das ist so die Hauptgrundstelle. Ich meine, wenn man da ein bisschen dicker Mountainbike fährt, wäre natürlich ein Polster hier auch nochmal nicht schlecht. Ja. Aber wie gesagt, das ist praktisch unsere Tech-and-Trail-Hose. Das heißt, Isar-Trails oder irgendwelche einfachen Trails. Ist die wirklich so die Biergartenrunde? Die Biergartenrunde, genau, damit man so eine Bierbank auch mal austesten kann. Ja, super. Genau. Also ich würde sagen, ich würde euch jetzt einfach mal beide diese Hose verpassen. Perfekt. Eine Frage habe ich noch und zwar, was ist, wenn irgendetwas kaputt geht bei einer Hose? Da haben wir was ganz Besonderes. Also wenn was kaputt geht bei euren Hosen, ist dann, habt ihr die Möglichkeit, sie hier zu reparieren, oder? Selbstverständlich. Also wir hatten am Anfang immer die Sache, dass wir sie ausgetauscht haben, aber dann haben wir uns gedacht, hey, die Hose ist eigentlich per se noch gut, da ist nur eine Naht offen und darum haben wir hier unseren Luke. Ah, okay. Unsere Nefe. Und sobald ihr irgendwelche Risse oder Löcher in der Hose haben solltet, schickt uns die bitte ein. Da gibt es auf unserer Seite auch extra einen Link dafür. Und dann kommt ihr hier an und dann wird das Ganze auf unsere Industrienähmaschine einfach wieder nachgenäht und ihr könnt die Hose wieder weitertragen. Ah, mega gut. Also wir haben die Hosen jetzt auch schon angezogen, wir zeigen es euch gleich mal. Ja, ich war kein Mikrohalter bis jetzt. Unter die Hose natürlich nichts drunter, oder? Unbedingt nichts, weil alles, was ihr drunter zieht, wirft wieder eine Falte. Am allerschlimmsten sind irgendwelche Baumwollschlüpper oder sowas, die sich mit Wasser vollsaugen. Das heißt, die Hose wirklich auf die nackige Haut anziehen, damit sich da keine Falten bilden können und man einfach den ganzen Komfort der Hose nutzen kann. Schatz, kannst du deinen Tanga bitte ausziehen? Nee, ich mach das nicht, aber ich kenne tatsächlich Freunde von mir, die gar nicht so wenig Radfahren, die das noch nicht ganz verstanden hatten. Und deswegen dachte ich erwähne es nochmal, weil ich glaube, dass da sich tatsächlich manche Leute immer noch unsicher sind. Also nichts unter die Hose. Und wie stehst du zu Sitzcreme? Du, Sitzcreme ist per se gut. Es kommt halt immer darauf an, was man jetzt für eine Haut hat. Wenn man eine leicht gereizte Haut hat, dann natürlich immer gut, weil das Ganze das mildert. Oder es kommt darauf an, wie lang man fährt. Also für eure lange Tour würde ich euch definitiv noch Sitzcreme empfehlen. Ja, ich tatsächlich mache das schon länger nicht mehr. Ich finde den Geruch nämlich von egal welcher Sitzcreme widerwärtig, aber du machst es ganz gerne. Ja, also es gibt aber auch eine, die ist neutral. Also ich brauche keine Sitzcreme, fertig. Im schlimmsten Fall, wenn es mal wund ist, dann Bepanthen geht auch. Der Punkt ist ja, Sitzcreme brauchst du meistensfalls nur, wenn die Hose eben nicht atmen kann. Das heißt, wenn du halt einfach komplett zuschwitzt, die Haut nass wird und dann sich eben das Entzünden anfängt. Und das passiert halt bei der Hose nicht. Das heißt, das Schöne ist auch, wenn ihr eine Mehrtagestour macht mit dieser Hose, wasch die einfach aus mit heißem Wasser und Seife, die sind relativ schnell wieder trocken, weil es eben retikuliert. Aber jeden Tag waschen, oder? Kommt ganz auf dich drauf an, aber ich würde es schon tun. Also das wäre auch so mein Trick, eben jeden Tag frische Hose, also oder halt einfach auswaschen, aber eben auf keinen Fall was drunter anziehen. Ganz genau so ist es. Immer noch Polster-Session. Ich mache jetzt einfach mal eine kleine Zusammenfassung von den Polstern, die wir haben. Einfach nochmal, um es zu erklären, wie was ist. Geht mit dem dünnsten los. Das ist praktisch das, was wir hier sehen von unserer R-Hose. Hier haben wir praktisch 4 mm von dem ganzen Polster. Ist ziemlich dünn, ziemlich straff, eben für den harten Renneinsatz gedacht und mega komfortabel. Dann die Nummer 2, das ist praktisch dann die 112. Das ist praktisch unsere normale Rennradhose, also für den Alltagsrennradfahrer, aber durchaus auch für längere Strecken geeignet. Hier haben wir praktisch 5 mm von dem Polster, vorne auch wieder 2 mm. Und ich weiß nicht, ob man das jetzt sieht, aber wenn man mal hier ins Licht schaut, siehst du das, da kann man durchschauen. Sieht man das? Nee, ich glaube nicht. Ach, schade. Nee, das ist eben das Retikulierte, was ich gesagt habe. Rennradhose 112. Dann geht es weiter mit eurem Polster, das ihr jetzt gerade eben anhabt. Das ist das 111 Polster. Wieder 2 mm, 4 mm Schaum, 2 mm orthopädisches TPE. Und last but not least, 110 für Männer und für Frauen. Selbes Prinzip, 2 mm. 4 mm Schaum und 4 mm orthopädisches TPE. Und um das Ganze mal von der Seite zu zeigen, so schaut das Ganze aus. Hier ist unser Schaum, der atmen kann. Hier ist unser TPE, das auch atmen kann, weil es praktisch gelöchert ist noch. Wo sieht man es? Hier sieht man es. Ah ja, voll so. TPE gelöchert, heißt, das Ganze kann man
krass. Ist dann eben auch atmungsaktiv. Genau, das war's mit den Polsterhosen. So, und hier sehen wir jetzt ganz deutlich, hier die Träger und hier sind eben unsere Protektoren. Spürt man nichts mehr. Hast du den auch, Spatz? Ja, ich habe mich nämlich natürlich schon beschwert, weil das wieder aufträgt bei uns Frauen. Aber man kann den auch rausnehmen. Also man kann ihn auch sozusagen hier einfach rausnehmen. Wie ihr seht, also das ist das Material. Schöner Sastec-Protektor. Und es ist eigentlich sehr praktisch, weil wenn man wirklich stürzt, es ist an der richtigen Seite, weil man stürzt ja meistens im Trail auf die Seite. Oder wie Petra im letzten Video über Kopf, also über Lenker geht. ja, es macht, glaube ich, Sinn, sowas zu haben. Trägt nicht viel auf, ist leicht und macht dann doch mehr Sinn, wenn man mal stürzen sollte. Kann ich nur empfehlen, drin zu lassen. Na gut, wir werden sehen. Ja, dann hoffen wir, es hat euch wieder gefallen. Fragen natürlich einfach ab in die Kommentare. Und wer den ersten Teil noch nicht gesehen hat, den verlinken wir euch natürlich auch noch. Da haben wir die Sättel und Griffe und Lenker vorgestellt. Und was ich noch an dieser Seite auflösen muss, dieses T-Shirt habe ich wirklich angezogen. Weil es ist wirklich so, an die Männer, taube Nudel gibt es nicht mehr. Ganz wichtig. Interessant ist auch, man checkt gleich, wer Radfahrer ist und wer nicht, weil der Rest schaut nämlich nur blöd und weiß nicht, was taube Nudel bedeutet. Da trennt sich dann die Spreu vom Weizen.